Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch wieder einmal ein Rifle Riven Mod zeigen, wie man den am besten öffnen kann. Heute geht es um diesen Riven Mod. Wir müssen dazu ein 3x Melee Combo Multiplier über 30 Sekunden halten und dabei ein Sentinel aktiv haben. Das kriegen wir alles ganz leicht hin. Ich habe mir dafür Dual Heat Sword ausgesucht. Mit möglichst viel Combo Duration drin, damit unser Combo Multiplier natürlich lange hält. Hier einmal plus 12 Sekunden, hier einmal plus 10 Sekunden. Einmal Prime Fury einfach, da ich gleich relativ hohe Gegner nehmen möchte und den Multiplier möglichst schnell hochkriegen möchte. Und dann nochmal Gladiator Rush mit ebenfalls nochmal plus 6 Sekunden Combo Duration. So, den Riven Mod selber haben wir schon ausgerüstet. Es ist egal, was für eine Waffe ihr nehmt. Es wäre natürlich gut, eine zu nehmen, die möglichst schnell angreift, damit ihr die Multiplier natürlich schnell hochbekommt. Ansonsten würde ich eine Mission nehmen, die relativ hoch ist. In dem Fall nehme ich im Void Uko die normale Capture-Mission. Einfach aus dem Grund, weil ich dort die Gegner finden werde, die nicht direkt umkippen. Ich habe keine weiteren Mods, wie ihr gesehen habt, in der Waffe drin. Daher halten die auch ein paar mehr Schläge aus und kippen nicht direkt um. So. Dann haben wir den Vorteil mit Loki. Wir können uns unsichtbar machen. Und die Gegner sehen uns nicht. Wir können ganz entspannt auf die einschlagen und unseren Multiplier hochstacken. Wir sollten möglichst nicht von hinten angreifen, weil sonst will er ja sie immer so direkt killen. Und da sehen wir schon mal, wir bekommen an einem Gegner, weil wir halt auch so wenig Schaden machen. Man muss sagen, ich habe noch den Dragon Key equipped, womit ich noch weniger Schaden mache, was natürlich sehr von Vorteil hier ist, weil dadurch kriegen wir an einem Gegner, wie ihr gerade mal sehen könnt, bereits schon einen 2,5-fachen Multiplier hin. Und mal gucken, ob wir sogar vielleicht noch ein Dreifach hinkriegen, kriegen wir tatsächlich. Jetzt müssen wir nur mal kurz sehen, dass wir schnell einen weiteren Gegner finden. Da ist aber der nächste. Und da haben wir den Dreifach erreicht. Jetzt müssen wir es 30 Sekunden halten, um halt den Riven zu öffnen. Ihr könnt das natürlich auch ohne den Dragon Key machen. Das ist euch überlassen. So ist es aber, finde ich, relativ einfach, weil ihr natürlich, man sieht mal, ich mache 6 bis 11 Schaden und die Gegner halten natürlich dann dementsprechend viel aus und ich brauche mir keine großen Sorgen machen. So, warum die Capture-Mission? Ganz einfach, wir könnten natürlich einfach so beenden, aber das mache ich immer nicht so gerne. Deswegen nehmen wir die Capture und versuchen jetzt den Gegner noch zu killen. Nachteil ist natürlich, wenn ihr den Key equipped habt, dass ihr natürlich auch mit allen anderen Waffen weniger Schaden macht. Aber sollte auch nicht unbedingt der Problem sein. Es ist auch nicht notwendig, diese Map hier zu nehmen. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Level aussuchen, was für euch passend ist. Ich würde aber vorschlagen, eine Capture zu nehmen oder eine Exterminate, weil ihr ja letztendlich das Ziel am Ende noch erreichen möchtet. Außer ihr sagt, ist euch egal, dann geht auf Abbrechen, weil sobald der Riven einmal geöffnet ist, könntet ihr rein theoretisch die Mission abbrechen und der Riven wäre im Anschluss trotzdem geöffnet. Loki, wie ihr ja schon sehen konntet, der ganz einfache Grund, die Gegner sehen uns nicht. Wir können ganz entspannt die Mission machen, wir können ganz entspannt das Target fangen und alles, ja, ganz entspannt ab zum Ausgang und der Riven geöffnet. Wir schauen uns noch schnell an, was wir bekommen haben. Und ja, das war's dann soweit auch schon. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr diesen Riven Mod sonst öffnet, was ihr anders machen würdet. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin erstmal, tschüss!